Wir kommen zum nächsten Vortrag, der sich noch einmal quasi mit dem Thema digitale Lehre beschäftigt. Sandra Rümmeler hat ein Bibliotheksstudium in Hamburg absolviert, war danach 2 Jahre in Bamberg, um dann über den Umweg der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg schließlich in der Ärztlichen Zentralbibliothek eben dort sesshaft zu werden quasi. Sie ist dort vor allem im Bereich Informationskompetenz tätig, betreut aber auch die Öffentlichkeitsarbeit und kümmert sich um die Ausbildung. Und wir hören jetzt etwas zu digitalem Tandemunterricht, was ich persönlich ja auch sehr, sehr spannend finde. Herzlich willkommen. Hallo, schönen guten Tag. Ich sehe, man kann mich hören. Das finde ich immer gut, wichtig abzuklären. Sehr gut, toll. Ja, ich freue mich auch, dass ich da bin. Heute nicht aus Hamburg, sondern aus dem Urlaub im schönen Bayern. So, dann begrüße ich Sie jetzt auch ordentlich zu meinem Vortrag zum digitalen Tandemunterricht. Genau, aus einer Not geboren wurde bei uns da ein, also haben wir eine wahre Fanbase dafür entwickelt. Wir finden das toll, also ich finde das ganz toll, deswegen habe ich mich auch mit dem Vortrag gemeldet. Und die KollegInnen aus unserem Schulungsteam hatten auch viel Spaß daran. Und ich möchte Ihnen das heute vorstellen. Ich glaube, die Ärztliche Zentralbibliothek kennen alle, die sich heute hier aufhalten. Deswegen habe ich das jetzt auch uns stelle ich jetzt nicht so groß vor, sondern gehe direkt darauf ein, wie wir da mit dem Unterricht und der Informationsvermittlung weitergegangen sind, wie wir eingestiegen sind. Trotzdem gehört natürlich ein kleiner Rückblick dazu, damit Sie auch wissen, wen wir geschult haben. Es geht um 2 Studiengänge, die wir am UKE haben, die IMED-Modellstudiengänge. Schon seit 2012 haben wir da den Studiengang für die Allgemeinmedizin und vermitteln gemeinsam eben mit der Universität und den Medizinern eben auch akademische Qualifikationen und einfach die wissenschaftliche Befähigung, wissenschaftlich zu arbeiten. Und wir kümmern uns da um alles Bibliothekarische, also Recherche und ihr Literaturverzeichnis und so weiter. Das ist sehr praktisch, dass wir dort schon eng ins Curriculum angebunden sind. Das heißt, alle Studierenden kommen verpflichtend zu uns und das wird auch wurde auch für die Zahnmedizinstudierenden, die wir seit 2019 im IMED-Dent-Studiengang bei uns haben, so sein. Dort sogar noch intensiver, denn während wir die AllgemeinmedizinerInnen zu Beginn des Studiums sehen, sehen wir die ZahnmedizinerInnen jetzt mehrfach, und zwar zu Beginn ganz kurz, dann im 3. und dann nochmal im 6. Semester, wo es dann auch um die intensivere Vorbereitung der Studienarbeit geht. Wie lief das bisher? Ich glaube, so wie bei den meisten, es gab in der UE-Woche eine räumliche Führung. Da sind wir durch die Bibliothek gelaufen, haben Bibliotheksausweise verteilt, haben mal kurz den Katalog gezeigt. Dabei haben wir bei den Allgemeinmedizinern etwa 18 Gruppen gehabt mit so 20 Studierenden pro Gruppe. Und das war streng getaktet und immer etwa so 30 Minuten, in denen wir sie durch die Räumlichkeiten geführt haben. Dann folgte direkt im ersten Semester, so gegen Ende des ersten Semesters, der Kurs Einführung ins wissenschaftliche Arbeiten, in dem wir sie intensiver mit Datenbanken vertraut gemacht haben. Aber so gut man das eben mit Erstsemestern dann auch kann, so sehr die auch schon einsehen, dass es für sie interessant ist und wichtig. Ein bisschen zu unseren Katalogen, also intensiver darauf eingegangen, die Suchmaschinen, thematische Recherche und so weiter. Diese Kurse wurden in den gleichen Gruppenstärken abgehalten und dauerten 3 Stunden. Ja, dann kam, also mit den Zahnis hätten wir es sehr wahrscheinlich ähnlich gemacht, also mit dem IMED-Dent-Studiengang. Die hatten allerdings schlechtes Timing sozusagen. Die sind mit Corona
ziemlich bald in Corona gelandet. Eine räumliche Führung hatten die allerdings auch. Ja, zu Corona selber muss ich, glaube ich, nicht mehr viel sagen. Da wurde viel gesagt. Sie alle kannten das auch, die Anfangsschwierigkeiten, gerade am Anfang. Wer redet wie, mit wem, wo. Große Eile bei der Neuorganisation, ständig neue Regeln und die Schließung, der Lockdown. Wie machen wir es wieder auf? Wie geht es dann weiter? Also wie sah das bei uns aus? Wir haben nach der Teilwiedereröffnung, wo wir dann zunächst für unsere eigenen Studierenden und die MitarbeiterInnen eben wieder geöffnet haben in Einschränkungen und so weiter, haben wir unser Schulungsangebot erstmal mit Tutorials beholfen, haben das erweitert. Wir hatten vorher schon ein paar, haben dann ein paar mehr veröffentlicht. Und sind dann dazu übergegangen, unsere Kurse, die wir sonst eben im Live-Unterricht haben, online abzuhalten. Das hat gut geklappt und war gut so, dass wir so früh damit angefangen haben. Denn so hatten wir schon ein bisschen Übung, als es für die richtigen Einführungskurse ging. Also wir haben ein über das ganze Jahr laufendes Angebot an freiwilligen Kursen zur Recherche und Literaturverwaltung. Und die haben wir eben relativ früh dann auch als Online-Webinar abgehalten, Live-Webinar. Und das war eine gute Übung und ein guter Einstieg für uns, um dann eben überzugehen in die Rechercheveranstaltungen für die Studierenden im ersten Semester. Diese hatten zwar bereits eine Führung, aber haben noch nicht mehr kennengelernt. Wir hatten hier jahrelange Erfahrung und konnten eben auf die Konzepte zurückgreifen, die wir bei den die wir in den Jahren davor gemacht haben, mussten aber die Inhalte und auch die Zeiten etwas anpassen. Und unser Ziel war es hier, in dem digitalen Kurs die Inhalte aus zwei Veranstaltungen zu vermitteln und sowohl die Vorbereitungen als auch die Kurse selbst, wenn möglich, aus dem Homeoffice bzw. dem Mobile Office heraus zu tätigen. Wir hatten zusätzlich noch weitere Herausforderungen, denn unser Schulungsteam ist personell um eine Person geschrumpft. Und dann hatte man ja auch noch die Angst, dass durch Krankheit, also man allgemein kann ja immer mal jemand krank werden, besonders in der Pandemie hatte man dann die zusätzliche Angst, dass das noch mehr Personen ausfallen. Also wollten wir mehr Veranstaltungen mit weniger Personal verwirklichen. Wir haben bei uns am UKE relativ früh WebEx als Videokonferenz-Tool benutzt. Die Basisversion hatten dann auch schon einige. Und jetzt hat erstmal der erste Schritt war, dass das gesamte Schulungsteam den Profi-Zugang sozusagen zu diesem Tool bekam und wir dann zu Besprechungen einladen konnten und die Features für die Lehre, auf die ich gleich auch nochmal eingehen werde, alle auch benutzen konnten. Sowas wie Umfragen und Beteiligungen, Abfragen, sowas. Wir sind dann dazu übergegangen, eben alle um uns damit vertrauter zu machen, noch vertrauter zu machen, haben wir alle Vorbereitungsmeetings, selbst wenn wir Räume gehabt hätten, um uns als Person, als Personal, als Kolleginnen zu treffen, haben wir alles online gemacht, damit wir da fit sind und fit werden und uns vorbereiten. Dann haben wir iMed Campus als Organisationsplattform. Das kennen die Studierenden, da fahren ihre Stundenpläne und Ähnliches. Da haben wir eben auch unsere Zeiten veröffentlicht und eingestellt. Und ansonsten Moodle, das kennen ja schon ziemlich viele. Das wurde diverse Male vorgestellt als Plattform, um Arbeitsblätter hochzuladen, die sich die Studierenden dann runterladen konnten. Oder auch Links und weiterführende Informationen für später, für die erweiterte für das Lernen zu Hause. Wie sind wir insgesamt vorgegangen? Erstmal ganz organisatorisch. Wir wollten eben weniger Kurse anbieten, mussten wir auch. Und wir sind dann haben dann unsere Liste erstmal angeschaut. Man sieht das ganz bunte, da sind unsere Gruppen, also E bis P
hätten wir zu unterrichten gehabt. Wir haben die dann zusammengelegt. Und zwar, früher war es so, dass wir die eben parallel unterrichtet haben, mit den gleichen Inhalten, immer 20 pro Raum, also räumlichem Raum. Und jetzt haben wir es so gemacht, dass alle, die gleichzeitig Unterricht hatten, wurden in einen Kurs gesteckt. Wir haben da den Studierenden, der Betreuungsschlüssel zusteht und wir das für uns auch gerne wollten, ein Backup-Dozierenden festgelegt. Also wenn jetzt zum Beispiel, ich bleibe mal in der obersten Reihe, wenn jetzt ich die Dozentin des ersten Kurses war, haben wir gesagt, okay, Norbert Sunderbrink ist meine Vertretung, Backup, ist aber auch immer gleich dabei. Also der blieb bei dem ganzen Kurs dabei und wir haben vorher kommuniziert, ob er direkt einen Teil übernehmen möchte oder ob wir es so machen, dass er einfach immer da ist und einspringt, wenn was passiert. Und wir hatten, das war hier auch spannend, eine Moderation. Das haben bei uns zwei Fachangestellte für Medien und Information gemacht. Und zwar beide Famis studieren gerade nebenbei in Hannover Bibliothekswesen und haben jetzt aus ihrer eigenen Erfahrung als Studierende, als rein Online-Studierende im Moment eben auch agieren können und haben die gesamte Moderation übernommen in Hinblick auf so, die Pause dauert jetzt 5 Minuten, wir treffen uns um 10.22 Uhr wieder. Die haben den Chat betreut, was ich unheimlich praktisch fand, denn so konnte man sich einfach darauf konzentrieren, Dinge zu vermitteln. Denn ich sehe jetzt zum Beispiel hier eingeblendet, okay, im Chat passiert etwas, aber nebenbei jetzt noch den Chat zu lesen und zu bearbeiten, ist so ein zusätzlicher Druck, der nimmt einen aus dem Flow. Mich interessiert wahnsinnig, was da jetzt steht und trotzdem kann man jetzt nicht schauen. Und das musste ich nicht, das war toll. Also während wir da den Vortrag gehalten haben, also du unterrichtet, erzählt, kommen die Famis eben aufgepasst, haben kommuniziert und die Fragen, die für alle interessant waren oder sehr wichtig oder sowas wie, du bist zu schnell, das haben sie mir so zukommen lassen und haben kleinere Fragen direkt selber beantwortet oder Fragen, die für alle interessant waren, dann mitgenommen in die große Runde und mich dann auch einfach mal abgewürgt und gesagt, so, stopp, jetzt sag mal kurz was da und dazu. Und das war spannend, das hat Spaß gemacht. Also das war eine unheimliche gute Möglichkeit, sich hier darauf konzentrieren zu können, die Inhalte zu vermitteln. Und die Studierenden fühlten sich da gut mitgenommen. Jetzt greife ich schon dem voraus. Auf jeden Fall hatten die einen sehr guten Betreuungsschlüssel, da wir immer mindestens zu dritt für die maximal 60 Studierenden da waren. In der Methodik haben wir ganz viel gelernt, gerade im ersten Live-Gang, als wir mit dem ersten Kurs losgelegt haben, denn wir hatten vorher ein Drehbuch, das haben wir immer benutzt, auch um unsere ansonsten parallel stattfindenden Veranstaltungen durchzuführen, in dem sehr genau festgelegt war, jetzt haben die Studierenden 10 Minuten Zeit, die Aufgabe zur Suche in PubMed zu bearbeiten. Dann haben wir 5 Minuten für das gemeinsame Besprechen und dann haben sie wieder 10 Minuten, in denen wir eine aktivierende Methode machen. Das hat sich sehr schnell gezeigt, dass das so nicht funktioniert online. Alles dauert länger. Also dafür, dass man meinen sollte, man startet gemeinsam und es läuft doch super, wir sitzen alle vor unserem eigenen Rechner, die können direkt loslegen. Nee, es hat alles länger gedauert. Also gerade Gruppenarbeiten, wenn wir Teilgruppen eingeteilt haben, hat unheimlich lange gedauert, bis sie sich miteinander so weit kommuniziert haben, wie sie jetzt auch arbeiten wollen. Wir haben erwartet, dass die ja schon deutliche Erfahrungen damit haben, fast mehr als wir. Und trotzdem waren die wie überfordert. Die mussten jedes Mal erst so ein bisschen eingegroovt werden und auch das musste moderiert werden. Wir haben ansonsten aus unserem Methodenkoffer haben wir diverse Methoden verändert. Also zum Beispiel ist unser normales Warm-up, um so ein bisschen ins Gespräch zu kommen, das Hochhalten von Fragekarten oder mit Karten, wo zum Beispiel draufsteht Ausleihfrist. Und dann sollten die Studierenden in der Gruppe reinrufen können, wie lang unsere Ausleihfrist ist oder wie man bei uns verlängert oder ganz egal.
diese Form von Memory sollte sie an diese erste Einführung erinnern, an die räumliche Führung. Das hat hier natürlich überhaupt nicht funktioniert. Das heißt, wir haben das ein bisschen angepasst und verändert und haben dann stattdessen mit den aktivierenden Methoden gearbeitet, die WebEx uns vorschlug. Also dieser lehrenden Account hatte die Möglichkeit, Reaktionen anzubieten und alle, die im Kurs waren, konnten dann eben ihre Reaktion senden. Und auch das haben wir moderiert und gesagt, so, jetzt sagen Sie uns ja oder nein, beziehungsweise Zustimmung oder dagegen. Und dann haben wir Ihnen aktivierende Ja- oder Nein-Fragen gestellt, sowas wie, haben Sie schon mal was bei uns verlängert? Und dann konnten Sie alle den Daumen hoch. Manche waren dann ganz wild und haben stattdessen diese Tröte geschickt oder waren sonst wie rebellisch oder haben sich auch sonst, also das mit den Reaktionen kam wirklich gut an, die mochten es unheimlich, dass sie dann auch mal Smileys schicken konnten und das war ein bisschen lockerer und sie waren dadurch dabei. Wir benutzen sonst auch gern das Mentimeter. Das haben wir von vornherein gelassen, weil wir gemerkt haben, beim Durchprobieren, okay, noch externe Programme zu benutzen, dauert noch länger. Also zurück und nur die Angebote nutzen, die unser eigenes Tool bietet. Also mit WebEx, ihr Umfragen, Abstimmungen, haben Sie das alles? Oder in welcher Frage würden Sie, in welcher Sprache würden Sie gerne recherchieren, wenn Sie sich selber aussuchen könnten? Solche Umfragen haben wir dann gestartet. Wir haben trotzdem Gruppenarbeiten gemacht, aber viel weniger. Also wir haben manchmal Gruppenarbeiten zu Einzelaufgaben gemacht, um sie selber immer mal runterkommen zu lassen und was ausprobieren zu lassen. Und wie gesagt, die Bearbeitung, der Chat konnte die ganze Zeit benutzt werden. Und auch wenn sie in den Teilgruppen unterwegs waren, konnten sie im Chat Fragen stellen. Im Moodle standen Ihnen außerdem die Materialien zur Nachbereitung zur Verfügung und auch die Präsi, die wir währenddessen eingespielt und benutzt haben, konnten Sie da sich nochmal anschauen und Ähnliches. Insgesamt muss man sagen, die Allgemeinmedizinstudierenden fanden das richtig gut, die mochten das, die haben uns danach, die haben sich intrinsisch bei uns bedankt und haben das mit den Smileys total gefeiert und haben auch geschrieben, das war lustig. Und wir haben über eine Abfrage am Schluss auch so eine Art Wissenscheck gemacht, also wie viel ist auch von unseren Inhalten angekommen. Ich würde sagen, das hat auch ganz gut funktioniert. Die mündliche Beteiligung, also die hätten natürlich auch direkt mit uns sprechen dürfen, gerne, haben sie auch gemacht, aber auch eher am Schluss und auch eher zögerlich. Dann schon lieber mit dem Chat oder eben mit diesen Smileys. Insgesamt würde ich sagen, dass trotz der normalen mündlichen Beteiligung, denn man kennt das, man hat in jedem Kurs ein oder zwei, die gut mitmachen, die einem auch mal eine Antwort geben. Dadurch, dass wir drei Kurse zusammen hatten, hatten wir so rum, also eigentlich sechs Leute, die gut mitgearbeitet haben, was einem selbst das Gefühl gibt, boah, läuft dieser Kurs toll. Dieser Kurs ist spitze. Die kommunizieren alle mit mir. Die haben mit mir Spaß. Das hat Spaß gemacht. Also ist mir später auch erst aufgegangen, dass die ja gar nicht alle viel toller mitarbeiten, sondern dass es ja viel mehr sind und es sich deswegen verbessert. Aber war eben trotzdem gut. Wir waren wahnsinnig zufrieden mit unserem Personaleinsatz. Also wir mochten dieses Backup als zusätzliche Sicherheit. Einmal zum Beispiel ist es auch passiert, da ist während dem Zeigen des Literaturverwaltungsprogramms, da gab es mit der VPN irgendwas und dann war der Dozierende einfach gar nicht mehr zu hören und dann ist eben das Backup eingesprungen und zwar sofort, also auch ohne Verzögerung oder erst irgendwie spontan mit der Situation fertig werden zu müssen. Das hat uns unheimliche Sicherheit gegeben und das hat es auch angenehm gemacht. Je nachdem, wer miteinander gearbeitet hat, haben wir auch hier sind wir reingegrätscht, nenne ich das mal. Das muss man mögen und vorher auf jeden Fall absprechen. Wenn ich noch was zu ergänzen habe, darf ich das dazwischen reden? Ja, also je nachdem, sprechen wir mal vorher drüber. Kam also insgesamt gut an. Wir waren also total im Flow, als es darum ging, das Ganze für die Zahnmedizinstudierenden zu machen. Bei denen ist alles etwas anders. Hier war es so, dass wir uns auch nicht mit den Einführungskursen beschäftigen konnten, die wir ja selber auch schon, wer weiß, wie oft gemacht haben, sondern da wir mit denen intensiver arbeiten und häufiger dran sind, ging es hier zum Beispiel um die Vermittlung der PICO-Methode oder das Prisma-Statement. Das war also intensiver vom Input selber her, würde ich sagen. Außerdem
haben die einen anderen Ablauf, dem sie selbst folgen? Denn hier ist es so, dass die Studierenden, der ganze Jahrgang wird zunächst in einem in einer Vorlesung theoretisch informiert, also es wird theoretisch Wissen vermittelt, und danach gehen die Studierenden in Kohorten aufgeteilt in ein anderthalbstündiges Seminar zur Vertiefung in der Praxis. Und das sollten wir auch wieder so übernehmen, fanden wir auch gut, klang ganz logisch. Hier ist es allerdings auch so, dass die Studierenden immer von einem Arzt, einer Ärztin begleitet werden. Das heißt, zum ersten Mal waren wir nicht mit Studierenden alleine, die uns gebracht werden und die danach wieder gehen, sondern wir haben die Seminare gemeinsam mit den MedizinerInnen vorbereitet. Dazu haben wir uns zunächst mal getroffen, also auch virtuell, mussten uns zusammenfinden und haben dann miteinander erarbeitet, wie unsere Lernziele eigentlich aussehen sollten. Da es eben auch ein ganz neuer Studiengang war, mussten wir auch ganz neu festlegen, was soll jetzt rein. Dann haben mein Kollege Herr Sunderbrink und ich haben dann die Vorlesung vorbereitet und diese eben auch vor dem gesamten Semester gehalten. Und danach haben sich die Studierenden in ihren bekannten Gruppen zusammengefunden. Hier war dann eben auch der jeweilige Mediziner, Medizinerin dabei und hat sozusagen uns als die heutige Bibliothekarin vorgestellt. Und dann wurden den Studierenden Aufgaben an die Hand gegeben. Die sollten zum Beispiel anhand einer Situationsbeschreibung aus der Praxis eine recherchierbare Fragestellung nach dem PICO-Schema erarbeiten. Dann sollten sie diese Fragestellung eben auch recherchieren und anschließend die Rechercheergebnisse bewerten. Und diese Überlegungen dann in der großen also in der Gesamtkohorte, also vor allen 20, teilen und präsentieren. Und die anwesenden ExpertInnen haben dann korrigiert oder die Ausführungen noch ein bisschen verändert und haben wir uns das Ganze noch durch Verständnisfragen und diese Reaktionen, also auch hier wieder mit den Smileys, bestätigen lassen. Während der Zeit des selbstständigen Arbeitens standen wir diesen Teilgruppen eben auch als Bibliothekarin, also die ganze Zeit zum Nachfragen zur Verfügung, ebenso wie die Medizinerinnen. Das war sehr interessant. Also es war auf jeden Fall sehr spannend auch, wie anders die Studierenden mitmachen oder wir sagen mal ganz blöd funktionieren, wenn die MedizinerInnen dabei sind, die sie eben das ganze Studium über begleiten. Also sie waren deutlich stärker mündlich dabei. Die haben außerdem sie haben ganz andere Fragen gestellt. Man muss auch sagen, dass das durch die Anwesenheit der MedizinerInnen die Suchwörter einfach viel besser waren. Also das Suchvokabular, das entwickelt wurde, hat sich schon von dem unterschieden, das sie jetzt wahrscheinlich mit uns entwickelt hätten. Also ich habe von Zahnmedizin keine Ahnung und auch unsere Fälle, die wir ihnen immer geben, so stellen Sie sich vor, Sie werden auf einer Party gefragt, ob eine Brücke oder ein Inlay besser ist. Das ist ja totaler Humbug. Das ist mir ja auch klar. Aber ich kann ja keine gute medizinische Frage stellen, die auf deren Niveau auch gerade ist, denn ich habe ja nun mal keine Zahnmedizin studiert. Der Mediziner hat das aber, also mein Mediziner, und der hat einen tollen Fall rekonstruiert, den ich nicht mal wiedergeben kann, weil ich mir diese ganzen Brücken nicht merken konnte. Aber dadurch waren natürlich die Suchfragen auch viel besser und die haben besser mitgearbeitet und konnten sich da besser reinversetzen. Die hatten also alle mehr davon. Ich muss sagen, für uns war es eine unheimlich anspruchsvolle, war ein anspruchsvoller Kurs, war eine anspruchsvoll auch in der Organisation, denn jede Bibliothek arbeitet schon anders, jedes Team arbeitet anders. Und wenn man dann noch so völlig mit ganz anderen Menschen noch zusammenarbeitet und dann noch online und dann wir finden einen Termin und jetzt sprechen wir und bis wann treffen wir uns wieder und. Das hat schon in der Organisation, das war echt herausfordernd und anspruchsvoll. Und dann sagen die Mediziner, ja, dann machen wir das.
okay, was? Dann musste man sich genau zusammenfinden und es sehr vorbereiten. Und vielleicht sind nur wir so, vielleicht sind auch alle BibliothekarInnen so. Wir wollten es sehr genau, sehr wenn dann und sehr festlegen. Wir sind ja an unser Drehbuch auch so gewöhnt und die MedizinerInnen nicht. Die mussten sich da erstmal drauf anstellen, aber haben es danach als sehr positiv bewertet. Also es war ein großer Vorteil, einen Experten, eine Expertin aus jedem Bereich dabei zu haben. Denn wir konnten auch tatsächlich so diese Falschinformationen, die manchmal gegeben werden, einfach aus den unterschiedlichen Status heraus verhindern. Also wenn zum Beispiel MedizinerInnen von uns Studierenden Auskunft geben, wie sie Literatur besorgen. Ja, dann ist das richtig, wenn man ein anderer Mediziner ist, ein UKE-Lehrerin. Für Studierende sieht das einfach ganz anders aus. Und es ist schön, dass man das direkt auffangen konnte und so richtig in die Bahn lenken. Also das war sehr erfolgreich. Wir arbeiten gerade an den Kursen jetzt für das 6. Semester. Und wie wir die gemeinsam machen werden, die werden wir auch wieder im Tandem unterrichten, also uns gegenseitig den Ball zuspielen. Ob on oder offline, wissen wir noch nicht genau. Und damit will ich auch zum kursübergreifenden Fazit kommen, denn die Kurse waren irgendwie ähnlich und eben doch anders durch die unterschiedlichen Teams. Die Vorteile insgesamt hat man jetzt wahrscheinlich auch alleine in den letzten paar Tagen oft genug gehört, dass man keine Raumnot hat, dass man direkt weiß, wo man arbeitet, wie man arbeitet, dass man keine Räume buchen muss. Also vorher 6 Kurse oder 4 oder wie viele auch immer parallel haben zu müssen, irgendwo auf diesem Gelände, das war schon immer schwierig und das war eine deutliche Vereinfachung. Also das habe ich als Mitorganisatorin sehr genossen, mich nicht um einen Raum kümmern zu müssen, sondern wir sind online, wir treffen uns online. Dasselbe gilt für keine Anreise. Wer zu spät kam, ist maximal ein kleiner Piep im Webinar. Damit kann man gut leben und es macht es leicht, dort zu sein, vor Ort zu sein, sozusagen virtuell vor Ort zu sein. Die interdisziplinäre Zusammenarbeit mit den Medizinerinnen war toll. Das war spannend, das war eine absolute Bereicherung für die Inhalte des Unterrichts. Und auch, dass die Fragen, die in der Gruppe oder die dann aufgetaucht sind im Zuge der Recherche, direkt durch den jeweiligen Experten beantwortet werden konnten, war einfach gut. Also wenn es sich eher um einen Rechercheteil gehandelt hat, dann haben wir halt was gesagt. Und wenn es um irgend so eine Brücke geht, dann hat der Mediziner direkt was gesagt und das war super. Aus dem Kurs, den wir vorher für die Allgemeinmedizin gehalten haben, habe ich auf jeden Fall mitgenommen, dass es ein Gewinn ist, Moderationsteil und vortragenden Teil zu trennen. Also das war ein absoluter Gewinn dieser gemeinsamen Lehre, dass sich einer darum gekümmert hat, den ganzen Orga-Teil zu überwachen, die Zeiten einigermaßen im Auge zu behalten und eben den Chat. Und dass ich mich oder wir uns dann eben auf den Moderations-, also den vortragenden Teil, auf den inhaltlichen Teil konzentrieren konnten. Ja, Herausforderungen kennen Sie auch alle, die Organisation und Kommunikation. Wie machen wir es? Wann machen wir es? Wie ist der genaue Ablauf? Wie dokumentieren wir den auch vorher schon? Wie tief gehen wir in die Vorbereitung? Wie entspannt gehen wir in die verschiedenen Teile? Und das habe ich hier mal unter Arbeitsplatz zusammengefasst. Für mich ist das Homeoffice ein Traum. Ich habe keine Kinder und ich habe zu Hause eine gute Internetverbindung und das läuft. Ich habe da perfekte Ruhe. Ich glaube, das kann ich so sagen, weil es für mich so schön ist. Wenn man 3 Stunden zu Hause auf seinem Sofa oder in irgendeiner Kammer sitzen muss und seine Online-Lehre machen muss, wo nebenher noch am besten eine Baustelle ist oder sowas, dann ist es schon nicht mehr so lustig. Also deswegen glaube ich, dass es auf jeden Fall auch für die digitale Lehre wichtig ist, dass der Arbeitsplatz passt. Also, dass man wirklich einen Raum, also dann auch mal einen räumlichen Raum hat, um sich in Ruhe auf seinen virtuellen Raum zu konzentrieren. Das ist auf jeden Fall etwas, was wir alle gemerkt haben. Und insgesamt
hat es aber wirklich, wirklich Spaß gemacht. Also ich hoffe für mich und für unsere Bibliothek, dass wir hier bei den, dass wir bei digitalem Format bleiben können. Das Feedback der Studierenden war auch, dass sie sich das super vorstellen können, digital weiterzumachen. Die mochten das, also die fanden die digitale Lehre von uns gut. Also mein Plädoyer geht eindeutig in die Richtung, die aktuellen Hürden als Chance zu begreifen, die Möglichkeiten der Technik auszunutzen, um kundenorientiert und auch super personalorientiert Formate zu entwickeln, die hier Spaß machen und die online gut funktionieren. Mich würde interessieren, wie Sie das sehen. Also ist das für Sie aus? Also für mich könnte das immer alles online stattfinden jetzt. Ich finde es toll. Ich glaube, das sehen nicht alle ganz so wie ich.